Blick auf meinen ganz persönlichen Glauben bedeutet Reformation für mich, dass ich in Glaubens- und Gewissensfragen frei bin und mein Gewissen allein an der Bibel schärfe. Dass reformatorische Theologie topaktuell sein kann, interessanterweise in Hongkong, weil da eine junge Frau sagte, dass sie sich immer getrieben fühlte von diesem chinesischen, du musst leisten, du musst gut sein in Musik, in Sprache, in Benehmen, in allem. Und dann habe sie das begriffen, du bist frei, du bist von Gott schon geliebt, selbst wenn du nichts leistest. Und sie sagt, das war für mich eine Befreiungserfahrung. Und dann natürlich dieser Bildungsgedanke. Du musst dich nicht darauf verlassen, was irgendjemand dir sagt, sondern du bist in der Lage, dir selbst eine Meinung in Glaubens-, aber auch in Weltdingen zu bilden. Manche finden das anstrengend, aber diese Erfahrung, dass der Mensch selbst denken darf, die ist auch aktuell, finde ich. Reformatorisch ist für mich auch, ja, den Mund aufzumachen, wenn ich es für richtig halte. Ich denke, da ist symbolisch Luther vor dem Reichstag zu Worms für die Protestanten schon so ein Sinnbild. Ja, ich stehe hier, ich kann nicht anders, wortwörtlich hat das wahrscheinlich nicht gesagt, aber das Bild da zu stehen und zu sagen, ich stehe zu meinen Überzeugungen, selbst wenn es einen, modern gesagt, Shitstorm gibt, das ist für mich auch reformatorisch. Wir können schon sagen, dass Martin Luther der erste Star der ersten Medienrevolution war, ganz bestimmt. Er war ja Bestsellerautor in jedem Sinne und er hat Deutsch geschrieben und kurz geschrieben. Ich nehme an, er wäre ein sehr gern gesehener Talkshow-Gast, auch weil er griffig war. Das würde den Menschen sicher gefallen und er würde sich nicht einschüchtern lassen durch irgendeine vorgegebene Meinung. Also er war nicht jemand, der gesagt hat, ich bin der größte Hecht aller Zeiten und mache alles ganz richtig und toll. Aber er wäre wahrscheinlich jemand, der staunen würde über die Ökumene, dass nach 500 Jahren doch heute viel stärker im Vordergrund steht, was uns verbindet, ist stärker als was uns trennt. Wenn wir heute Reform und Reformation brauchen, das soll ja weitergehen, dann ist für mich der Dialog der Religionen die größte Herausforderung. Das war zur Reformationszeit völlig anders. Martin Luther hat nie im Leben einen Moslem getroffen und wahrscheinlich zweimal überhaupt nur Juden. Heute leben Menschen unterschiedlicher Religion und auch ohne Religion zusammen. Und da sprachfähig zu sein, das halte ich im Moment für die größte Herausforderung. Es gab mal ein sehr schönes Plakat am Berliner Hauptbahnhof. Wir sollten reden, Punkt Gott. Das wäre eine These, dass die Menschen nochmal aufgefordert werden, überhaupt über Gott nachzudenken. Oder dein Leben ist endlich, Punkt. Denk nach. Also begib dich doch mal auf die Suche nach dem eigenen Sinn, wenn dein Leben begrenzt ist. Das wäre was, was ich gerne ins Gespräch bringen würde mit Menschen. Mir hat neulich ein Mann gesagt, Frau Käßmann, ich beneide Sie um Ihr Gottvertrauen. Das hat mich sehr berührt, weil ich denke, das ist etwas, was Martin Luther auch getragen hat. Das waren ja auch keine einfachen Zeiten, müssen wir sagen, Auseinandersetzungen. Der war vogelfrei, der Mann, also der musste um sein Leben fürchten. Und dieses Gottvertrauen hat ihn getragen. Wenn er ganz schwierige Zeiten hat, hat er sich gesagt, Baptizatus sum, ich bin getauft. Ich bin ja gehalten und konnte mit seiner Angst dadurch umgehen. Ich bin evangelisch, weil mich überzeugt, dass Martin Luther gesagt hat, keine Kirche kann dir Sünden vergeben, das kann allein Gott. Und du schärfst dein Gewissen persönlich an der Bibel und daraus entsteht deine Beziehung zu Gott und trotzdem feierst du sie in der Gemeinschaft. Diese Freiheit des Glaubens, des Gewissens ist mir wichtig, aber mir ist auch wichtig, dass unsere Kirche geleitet wird von Männern und Frauen, von Jungen und Alten, von Ordinierten und Nicht-Ordinierten. Wir sind eine vielfältige Kirche, das ist manchmal medial nicht so leicht zu vermitteln, aber für mich sehr nah am Ursprung des Christentums. Freiheit heißt zuallererst, dass ich mich nicht zwingen lassen muss in meinem eigenen Denken. Also Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Glaubensfreiheit. Das ist für mich sehr entscheidend. Freiheit ist aber nach Luther ja nicht nur eine Freiheit von Zwängen. Der Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan, sondern es ist immer auch eine Freiheit zu. Der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das heißt, es ist immer eine Freiheit, die ich nicht nur individualistisch für mich und meine Egomanie nutze, sondern eine Freiheit, die ich nutze, um anderen, auch mit anderen in Gemeinschaft zu leben und anderen zu nützen. Das ist für mich wichtig. Christentum heißt auch Gemeinschaft, miteinander leben, miteinander singen. Wir brauchen Gebete, Geschichten, Rituale, Lieder, die wir unseren Kindern weitergeben. Das müssen wir tradieren und ich finde, da geht so viel verloren, da würde ich manchmal gerne rütteln und sagen, das brauchen wir doch. Also wer immer mobil sein will, der braucht auch Wurzeln, die ihn halten.
woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das ist für mich ein Satz, der mich oft umtreibt. Woran hängt das Herz einer Gesellschaft, frage ich auch gerne. Und wenn du dann hörst, dass jeden Abend wir alle gucken müssen, wie es dem DAX geht, geht es dem DAX gut, geht es dem DAX schlecht, dann hängt das Herz der Gesellschaft am DAX. Da wird nicht jeden Abend gesagt, wie viele Kinder wurden in Deutschland geboren beispielsweise oder wie viele Flüchtlinge haben Arbeitsplatz bekommen. Also das ist ein sehr weiser Satz, woran du dein Herz hängst. Das ist dein Gott und das erste Gebot ist damit super gut interpretiert, finde ich.